keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabba schon. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Video, in dem wir uns die Klassenhalle der Krieger, die Hallen der Tapferkeit, mal ein bisschen genauer ansehen. Diese sind ja sehr, ja, man kann sagen, opulent gestaltet und hier ist quasi der Ausgangsort. Wir befinden uns so gesehen im Himmel, zumindest in einem Himmel, der mythologisch an die nordische Kultur angelehnt ist. Das werden wir gleich auch noch sehen bei dem netten Herrn, der da ganz hinten sitzt und den Namen Odin trägt. Aber nicht mit I, sondern mit Y. Aber wir gehen erstmal hier hinten hin zu diesem riesengroßen, drehenden Zahnrad, kann man sagen, welches langsamer wird, wenn wir uns diesem nähern. Das ist nämlich die Missionsübersichtskarte, auf die wir zugreifen können, um dann eben beispielsweise ja unser Startgebiet am Anfang zu bestimmen, aber später im Endgame-Content dann eben auch die Dailies hier annehmen, beziehungsweise dann auch mit den jeweiligen Anhängern unserer ja, Klassenhalle dort Abenteuer erleben können. Denn das ganze System ähnelt natürlich dem aus der Garnison aus Warlords of Draenor. Allerdings ist es eben nicht mehr so, dass wir unsere Anhänger einfach losschicken, um Belohnungen zu bekommen, sondern das Ganze verläuft eben so, dass wir selber die Missionen quasi ja absolvieren mit Anhängern, die uns dann begleiten. Hier haben wir ein paar nette Bauschilder, die quasi sagen, dass die Klassenhalle noch nicht fertig ist und wir gehen jetzt erstmal auf die rechte Seite. Hier befindet sich nämlich einer der wohl wichtigsten Punkte der Klassenhalle, nämlich die große Schmiede. An dieser könnt ihr eure Artefaktwaffe verändern, ja einerseits natürlich auch ausbauen mit Artefaktmacht, neue Relikte einsetzen, aber eben auch individuell anpassen vom Style und von der Farbe her. Auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Mir gefallen die Artefaktwaffen soweit ganz gut. Wir sehen es aber auch hier, hier haben wir ja einige Podeste, die noch nicht ja, wirklich besetzt sind. Wir haben hier zwar einen NPC, der noch keinerlei Aufgabe hat, aber ansonsten wirkt es momentan noch relativ leer. Es gibt noch relativ wenig und es ist noch viel, viel Platz, um hier NPCs hinzustellen, irgendwelche Möglichkeiten einzubauen, die man dann eben nutzen kann. Wir gehen jetzt einmal hier rüber, denn dort drüben befindet sich die Kampfarena. Hier können wir dann gegen andere Spieler Kämpfe austragen, Skirmishes. Und ja, reinspringen sollten wir nicht, denn rauskommen wir momentan nicht. Das Ganze läuft nämlich so ab, wenn man hier wirklich runterfällt, ist man tot. Ob das dann auch in der finalen Version so ist, sei einfach mal dahingestellt. Aber wir sehen es auch hier, bisher ist hier halt leider einfach noch gar nichts. Aber wir haben schon mal diese kreisrunde Plattform, welche auf jeden Fall gut darstellt, dass der Kampfbereich dann nicht besonders groß sein wird und man durchaus auch aufpassen muss, dass man nicht hinunterfällt. Kommen wir aber nun zu unserem, ja, Vertreter der Klassenhalle, kann man sagen, zu Odin. Übrigens auch sehr schöne Wachen hier mit Rüstungen aus Ulduar teilweise, beziehungsweise Waffen. Und auch sehr, sehr schönen Statuen, die hier rumstehen, das muss man einfach mal sagen. Also man hat ein sehr cooles Feeling, finde ich persönlich zumindest. Also die Atmosphäre ist sehr, sehr dicht gehalten und der gute Odin hier hinten, der sitzt dort, der ist es ja auch, der uns am Anfang die Quest für die Artefaktwaffe gibt. Links und rechts haben wir jeweils noch ein bisschen, ja, großes Bankett, wo man speisen kann, riesengroße, ja, Kamine, an denen die Feuer prasseln. Allerdings ist hier leider nicht mehr, also viel ist hier leider momentan nicht zu finden. Er sitzt hier wirklich den lieben langen Tag auf seinem Thron und sieht ein bisschen gelangweilt aus. Dennoch muss ich sagen, gefällt mir die Klassenhalle für die Priester, für die Krieger außerordentlich gut. Also ich finde sie wirklich enorm gut gelungen und freue mich dann auch schon darauf, wie Blizzard das Ganze hier noch weiter ausbaut, was hier alles noch hinkommt. Gerne könnt ihr mir ja mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.